Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Hier sind wir wieder bei unserem Gartensimulator Garden Life. Ein cozy Simulator. Gut, dass immer dabei steht. Den ganzen Stress hier, weil ich das noch vergessen, dass es hier cozy ist. Kann ich das hier abschneiden? Nee, schade. Gut, wir machen mal weiter mit unserem wunderschönen Garten, der hier so vor sich hinblüht. Bin mal gespannt, ob es hier auch Jahreszeiten gibt. Oh, hier haben wir schon wieder Post. Die haben Post. Was gibt's denn hier Schönes? 12 Schnitte einer Rose. Und 12 Schnitte einer Sonnenblume. 220 Blümchen. Jo, okay. Machen wir noch sofort. Wir schnabbeln und schnibbeln hier alles ab. Und gibt's Samen? Oh Gott, wir können hier die Ränze der Zissenplantage aufmachen. Jetzt haben wieder irgendwelche Blätter abgeschnitten. Ist ja auch besser, wenn man eine oder andere Blüte mal stehen lässt. Ich weiß ja nicht. So, die Tulpen sind wieder sehr tulpig heute. Hier ist noch ein Ding, eine Blüte. Piu, piu. So, oh, die rosa, die ist schön, der rosa Mohn. Rosa Mohn, wo bist du nur? Oh, das darf ich nicht abschneiden. Hier. Schnipp. Schnapp die. Schnipp, schnapp. Schnipp. Ja, ist gut jetzt. Ist ja, also, da wird ein Heckenschütze auf dich ballern, kann es sein. Habe ich schon hier Zeug. Ja, wunderbar. Ach, hier die Ente. Wo ist denn die Ente? Hier, Kunibär, die Ente aufstellen. Wo ist meine Ente? Wo ist die Ente? Hier ist die Ente. So, da ist sie. Das ist die Ente. Okay, sie ist die Ente. Ja, sie ist. Komm mal hier. Oh, oh, jetzt habe ich schon platziert. Nee, ich wollte die eigentlich. Na? Ein bisschen, dass sie einfach so anschaut. Ist sie jetzt im Wasser oder ist sie auf dem Boden? So. Alter, Riesenente, ey, Alter. Okay, ja, schön, Ente, Frosch. Was will man mehr? Ach, hier gibt's auch noch Samen, okay. Rote Mohn. Wo willst du Blühen? Das weiß ich auch nicht. Dann haben wir noch hier noch einen. So, kann ich nicht schaden. So, hier eigentlich Wasser dabei. Nee, wir sind nicht aus. Ausgerüstet. Das sind wieder Geräusche teilweise. So, aber ich habe ja noch neue Blumensamen, stimmt. Die muss ich auch noch hier unterbringen. Narzissen haben auf jeden Fall genug. Alpenfeilchen wollte ich noch pflanzen. Ja, dann haben wir hier noch Schnitt. Dann haben wir hier noch Verschnitt. Dann haben wir hier noch Tulpensträuße. Ich könnte diesen Tisch auch mal aufstellen. Jetzt mal. Gießen können wir immer noch. Dann machen wir hier den Ökotisch. Der Ökotisch kommt auch hier ganz ökologisch hin. So, das ist ein kleines Tischchen. Okay, da kann man so ein Tisch hinsetzen und einen Cappuccino trinken und hier gucken, wie die Busse fahren. So, alle drei Tage einer. Wie das am Land so ist. Okay. Ich habe immer noch keine Eichhörnchen gesehen. Wo kommen die denn? Vielleicht beim DLC. So, was können wir hier noch machen? Rosa Mondstrauß. Okay. Plim. So, schnibbel die Schnappzeug. Haben wir hier Alpenfeilchen. Wo können wir die Alpenfeilchen hinsetzen? Hm. Alpenfeilchen. Berge haben wir leider nicht. Vielleicht hier so im Eingangsbereich. Geht das hier überhaupt? Dass hier das so irgendwie reingeht, dann sieht man schön die Alpenfeilchen blühen oder so. Das wäre so eine Idee. Hier nicht. Ah. Ich hätte jetzt. Zeug. Ne, okay. Wir können aber das hier nochmal nehmen. Ich glaube, wenn dann blaue Punkte draus sind, ist es auf jeden Fall gedüngt. Ja. Ist gedüngt. Hier gedüngt. Ne, ups. Das, zwei Körnchen sah. Okay. Zwei Körnchen. So, Schaufel brauche ich eigentlich. Haben wir Unkraut? Kann ich gesehen. Ne, das hält sich hier. Das hat die Drohung verstanden. Das hält sich fern. So, Mietzekatze. Miau. So, was diese Symbole da bedeuten, weiß ich eigentlich immer noch nicht so ganz genau. Was soll man denn eigentlich hier? Sagt die Uhr. Okay. So, wir brauchen noch Tulpen. Mhm. Dann Tulpen. Ja, Tulpen. Pfingstrosen. Alpenfeilchen, das kommt noch. Rosenschnitt und Sonnenblumen. Tulpen. Alle waren Tulpen. Mein Gott. Ja gut, ist Frühling.
Tulpen mag ich auch, sind eine schöne Blumen. Man denkt, wie wertvoll die mal gewesen sind. Also, die waren ja früher an der Börse gehandelt, die Dinger. Okay, ich kann es eigentlich jetzt schneiden. Achso, jetzt geht's. Gerade ging es nicht. So, hier haben wir auch noch mal Sonnenblümchen. Die will nicht so ganz unter Sonne, oder? Die hat ihren eigenen Kopf. Na gut, dann müssen wir leider den Kopf abschneiden. So, bitteschön. Wir brauchen mehr davon. Wächst hier eigentlich? Hm, weiß ich. So, der Eva ist auch wieder am Wachsen. Okay, dann haben wir ein bisschen Kompost weg. Dünger rein. Hier haben wir nochmal Kompost. Hier, da. Wo ist noch Düngerzeug jetzt hier? Warum hat er das jetzt da abgelegt? Man weiß es nicht. Okay, das ist. Da können wir nochmal das Dünger drauf ballern. Ah, das wächst ja alles hier eigentlich. Ja, die Narzissen kommen eigentlich schon mehr, als ich eigentlich brauche. So, ein paar Körnchen. Ein paar Körnchen Wahrheit. Hier, die Pfingstrose können, glaube ich, noch ein bisschen was gebrauchen. Und ich glaube, auch Wasser wäre nicht schlecht. Habe ich da wirklich jetzt drauf gestreut? Ich glaube, man sieht es, ja. So, die Ente hier. Die Kreuz schwimmen hier auch im Kreis. So, Blümchen. Wir können das hier mal hier wegräumen. Dann sind wir mal aus der Füße. So, hier könnten wir auch noch was machen. Nieswurzstrauß. Ja, weiß ich auch nicht, ob ich den jetzt hier brauche. Okay, gut. Dann gucken wir hier nochmal, wo ist denn eigentlich, wo ich denn eigentlich meine Gießkanne hintauen? So, es hat gegossen, Freunde. Hier, leckeres Flüssigkeit-Zeugs. So, bitteschön. Ich würde ja Cola vorziehen, aber ich glaube, Pflanzen mögen das nicht. Aber so, wenn wir trinken wollen, bitteschön. Jawohl. Hier auch. So, eine bewährte Gießtechnik. Jawohl. Jetzt auf den kleinen hier, den Haufen. Hat hier nicht auch mal eine Tulpe rauskommen? Mit der geworden. Mit Dünger. Wir wachsen fertig. Hallo? Zackig. Manchmal brauchen die einfach nur Motivation, glaube ich. So, hatte ich die gegossen? So, das muss aber jetzt auch reichen. Die Ente habe ich gleich mitgegossen, glaube ich. So, Gießkanne füllen. Hallo. Manchmal reagiert es ein bisschen träge. Ich weiß, ob das bei euch auch so ist. Da liegt es auch meine Tastatur, ich weiß es nicht. Aber ich drücke E und E und E und es passiert dann nichts. Und dann irgendwann plopp. Ist es gegossen? Ja, jetzt ist es dunkel. So, ich kriege auch noch ein bisschen was zum Saufen hier. Wenn es zu wenig war, wenn wir es eh sehen. Dann die Köpfe hängen lassen. Ein guter Indikator. Und so, dann haben wir alles hier, ne? So, jetzt müssen die Biester hier nur noch wachsen. Ach ja, den Efeu noch. Den Efeu. So, das haben wir alles. Sonnenblumen, Tulpen. Ich brauche eigentlich Tulpen, Leute. Tulpen wachst gefälligst. Jetzt, guck. Schnipp. So. Da ist er gekommen. So, jetzt haben wir hier noch die Hortensie. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Verschnitt drin. Nehmt sofort Platz weg. So. Wo können wir denn die schön hin tun? Die braucht auch ein bisschen Platz. Okay. Sind wir irgendwo in den Bergen, ne? So wie das hier aussieht. Hoffentlich hier so. Unterm Baum. Weiß jetzt gar nicht. Ja. So neben der Bank ist vielleicht ganz schön, weiß ich nicht. Wir probieren es mal. Wenn ich, ob ich später hier Platzproblem kriege. So. Hortensie. Dünger. Erledigt. So, was haben wir noch im Repertoire? Hier schönes. Eva Bräunig. Hier. Flieder. Oh, Flieder. Flieder schön. Flieder schön. Ich sag mal zum Eckchen. Dann wächst hier so ein. Ein Fliederbaum da in der Ecke. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das wird auch ein Baum. So, hier sprühen wir da mal ein bisschen Zeug hin. So.
wunderbar. Ich bin gespannt. Oh, da kommt schon direkt. Da kannst du beim Wachsen zusehen. Sein magischer Garten. Weil ich mich nicht hinsetzen kann. Von mir ist ein Kaffee. Keiner. Okay, Wahnsinn. Das wächst und wächst und gedeiht. Holla, die waren für die Singen. Da sind wir. Das ging auch flott. Okay, dann wollen wir schon mal direkt zur Tat schreiten hier. Ja, bin schon mal mit den Pfeilen. Pfeilchen. Ja, nur kleine Pfeilen sind ja Pfeilchen. So, dann können wir hier den Kompass schon loswerden. Und die Samen, die wir gesammelt haben, inzwischen können auch weg. Warum habe ich denn das da drin? Okay. Katzenschnurrt hier. Du musst auch mal Feierabend machen. Hier haben wir auch. So, hier wächst der Mohn. Und hier können wir nochmal Mohnsamen. Rosa Mohn, das ist schön. Die müssen wir nochmal platzieren hier irgendwo. Jetzt müssen wir nochmal das Zeug hier loswerden. Komm, renn damit. Hallo. Zack. Kompost. So, haben wir das. Ja, ich brauche eigentlich hauptsächlich erstmal Tulpen. Naja. Na, hier haben wir nochmal. Die wachsen noch. Was hier? Ah, das ist ein Samen. Brauche ich die? Naja, komm, ich schneide mal ein paar ab. So, hier ein paar Röschen. Können wir auch noch gebrauchen. Hier die. Wächst der frech nach vorne. Hier nach oben. Geht ja schon mal gar nicht. Wir wollen hier schon ein bisschen die Linie einhalten. Wie jeder wachsen, ja will. So, kommen wir hin. Ja, ist Ordnung. Naja. Theoretisch. So, was habe ich hier noch? Das ist, habe ich eben was anderes gesehen? Der rosa Mohn ist das. Den müssen wir auch nochmal hier ein Plätzchen finden. Der rosa Mohn ist echt schön. Finde ich. Blim. So, haben wir noch was Wasser hier drin? Ja, reicht gerade noch. So, wunderbar. Dann kann ich hier auch sprießen und schlimmen nochmal ein bisschen. Und da machen wir auch noch. So, dann wachst mal schön fleißig weiter. Ich komme morgen und gucke nach. So, dann hauen wir mal ab. Mit einer Rosen, Tulpen. Tulpen. Gott, hier ist so viel los. Der Verkehr ist echt nervig. Okay, gehen wir mal nach Hause. Mal fahren. Der Bus fährt. Heute nicht gestreikt. Jo, wunderbar. Okay, hier gibt es keine Post heute. Wie ist das Ding hier dann jetzt eigentlich? Irgendwann werden wir das erfahren. So, was haben wir jetzt noch? Wir brauchen noch einmal Schnitt von Tulpen. Von Rulpen. Rulpen gibt es hier nicht. Was ist denn hier wieder passiert? Brauchen wir irgendwas so ein. Marcus. Jetzt haben wir einen Schock. Kommt denn jetzt her? She's been talking non-stop about everything. Hallo, red mich nicht von hinten an. The garden's looking good. Hey, ich bin Marcus, Jasmines Verlobter. Sie redet ständig von dir und deinem Garten. Sieht aber auch toll aus. Gefällt mir gut, was du daraus gemacht hast. Erschreckt mich vielleicht nicht von hinten. I've dropped by because I was wondering if you might be able to give me some jasmine. Before you say it, it is for jasmine. Ich dachte, ich schau mal vorbei und frage, ob du vielleicht etwas Jasmin für mich hast. Jasmin für Jasmine? Oh mein Gott, was für ein Wortspiel. Du ahnst es sicher schon, es ist für Jasmine, aber nicht ganz so klischeehaft. We do photoshoots together every now and then. They tend to go on for ständig Fotoshoots mit mir. And it's good to have some refreshing tea to keep us going. Wir machen ab und zu gemeinsame Fotosessions. Die dauern oft einige Stunden und darum trinken wir zwischendurch gerne eine Tasse Tee, um frisch zu bleiben. Lass mich raten, Jasmin-Tee. It just so happens that Jasmine likes Jasmine, which is great. Because I like her a lot too. zufällig mag Jasmine und ich mag Jasmine. Yeah. Anyway, I'd really appreciate it. Ja, jedenfalls, wenn du mir helfen könntest, würde dafür auch mal was für dich organisieren. Bis die Tage. Catch you later. Catch dich auch, ja. Mit diese Catcher. Okay. Ist hier noch irgendwas drin? Komm, dann kriegst du den letzten Tropfen. Halleluja. Ach nee, nicht schon wieder. So, wir müssen erstmal das Unkraut entfernen hier. Kompost, kompostieren, gießen, aber erstmal müssen wir hier uns unser kleines Insektenproblem hier kümmern. Jetzt haben wir anscheinend hier wieder die blöden, was auch immer,
sind die denn? Ich hör's hier irgendwo. Ah, hier. Sprüh. So. Geht doch nichts über absolut tödliches Gift. Sehr schön. Was denn hier? Dann hier nochmal Samen. Was sag ich mit den ganzen Rosensamen eigentlich? Ist noch irgendwo was? Die Rosen kann ich gar nicht säen, wie ich hier Samen kriege. Oh, hier, meine armen Sonnenblumen. Geht weg, ihr Biester. Oh, Moment, ich muss einmal nachpumpen. So, eh. Kick. So. Sprüh. So, sehr schön. Endlich wächst du wieder richtig schön, ungestört, du arme Pflanze. So, schnapp ab, weg. Hier, sorry, ich brauche leider eure schönen Köpfe. Obwohl Frühling ist, wachsen hier Sonnenblumen. Das ist eigentlich auch komisch. So, dafür kriegt ihr noch ein bisschen Dünger, damit ihr schön schnell wieder nachwachst. Vor allem brauche ich das für die Tulpen. Tulpen wachst gefälligst. So. Ist hier noch was drin oder ist die leer? Und die ist jetzt leer, okay. Ah, hier nicht auch irgendwo was? Scheiße, die Frau und wieder. Ah, hier. Oh. Sprüh. Und sonst noch wo? Aha. Okay. Nehmen wir mal Samen. Okay. Oh, eine Flieder. Schön. Hm, da möchte ich am liebsten direkt dran schnuppern. Ah, okay. Kann ich ein Kraut hier lassen. Oh, guck mal, die Hortensie. Ist keine Kugelhortensie anscheinend. Auch schön aus, eine weiße. Sehr schön. Ach, und das Mondfeld hier ist auch wunderbar. Also sieht ja schon schön aus, muss man schon sagen. Hier schnibbeln wir noch mal ein bisschen ab hier oben. Pfingsten haben wir noch nicht, deshalb können wir noch ein paar Blüten hier opfern. So, haben wir nur noch hier Kompost. Das kommt da rein. So, Tulpenmoor. Ich brauche immer noch Tulpen, Leute. Und die kommen nicht. Ja, das ist alles cozy. Diese Katze, mach doch auch mal was. Ach, das ist nicht dein Job, ja. Dann könnte man einen Mondstrauß backen hier. So, das haben wir. Warum habe ich die Uhr hier die ganze Zeit? Yes, das ist die schon wieder. Und diese Spinne hier zahlt auch keine Untermiete. So. Immer Sonne. Dann. Soll das eigentlich Regen bedeuten? Und dieses komische Symbol da? Ich weiß nicht. Vermutlich. Vermutlich. So, hier haben wir noch einen richtig schönen großen Mond. So. Die lasse ich stehen, damit ich auch eine Blüte mal zum Angucken habe. Und ich nur hier zum. Scheiße, schräg abgeschnitten. Wenn man da exakt treffen will, ist das schon ein bisschen. Diffizil. So. Hier haben wir noch Samen oder was? Hier. Schwupp. Und hier haben wir nochmal Efeu-Samen. Ich aber den Efeu auch hier hinterpflanzen könnte. Dass das so hier noch von hinten lang wächst. Können wir mal ausprobieren. So, wir müssen eh noch mal ein bisschen Wasser nachfüllen. So. Dann sieht es auch ein bisschen trocken aus. So, die Pfeilchen hier. Schon schön groß geworden. So, haben alle unsere schöne neue Fliege, dann braucht natürlich auch noch was. Und hier nochmal einmal Spritz drüber. Die Hortensie. So. Das Unkraut ist nichts. Ja, was heißt Unkraut? Wenn man es drauf anlegt und alles schön sein soll im Auge des Betrachters, ist natürlich alles möglich Unkraut, aber eigentlich hat ja jede Blume irgendwo seine Existenzberechtigung. Oder wenn es auch keine Blume ist, aber es wächst ja nichts umsonst. So, was haben wir denn hier noch? Das muss weg. Okay, also Kompost haben wir ja auch reichlich. Habe ich hier noch Dünger? Nee. Dann können wir das Ding hier mal aufbrauchen. So, die Tulpen ziehen sich hier so arg.
Jetzt noch ein bisschen nachhelfen. Ja. Die wachsen nämlich gut genug. Jetzt auch schon wieder was rausgeschossen. So, wollen wir hier nochmal was rein. Pfingstrosen wollen mit Pfingsten auch wieder richtig schön blühen. Bin hier auch schnell nachgekommen hier. Halleluja. Ja, die Rosen können wir auch noch was gebrauchen, oder? Wenn wir so viel abschnibbeln immer. So. So schneide ich jetzt hier und da. So. Das wächst hier. Hier wächst auch irgendwie Efeu. Ah, hier nochmal Sonnenblumen. So, weg damit. Dann können wir uns jetzt hier mal den alten Veilchen kümmern hier. Die in einer Linie hier erwischen. So, die eine lassen wir stehen, wenn ich noch weiß, was das ist. So, ist doch alles gut aus. Wie sieht es hier aus mit unserem Schnitt von... Ja, Tulpen, die Tulpen halten uns jetzt hier auf. Verdammt, Pfingstrosen brauche ich noch 6. Ah, Alpenfeilchen können wir abliefern. Ah, sehr schön, sehr schön. So, wollen wir die Tulpen nochmal motivieren? Wachs gefälligst. So, man muss immer freundlich sein zu den Blumen. So. Alpenfeilchen für Jasmine und kein Jasmine. Ja. Yeah. So, Sonnenblumen. Warum noch eine? What? Okay. Und Jasmin. Okay, für den Schlüssel da. Interessante Postkarten hier in so einem chinesischen Drachen. Das ist. Die haben alle so einen eigenen Look. Und gar nicht so aufgefallen, aber da kann man die natürlich auch direkt von unterscheiden. So, dann brauchen wir noch 6. Jo, wir haben wieder Blümchen gekriegt. 6 Blüten brauchen wir noch. Oh, wird schon wieder spät. Hm. Hier, das haben wir wieder daneben geschnitten. Ja. Komm. Jawohl! Und hier ist irgendwo noch eine versteckt hier drin. Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich habe es erwischt. So, mal gucken wir mal. Noch abliefern können hier. Eine Sonnenblume, Pfingstrose. Jawohl! Wir haben Geld verdient. Juhu. Und dann kommen hier noch eine. So. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja gleich nach Hause. Jetzt hetzt mich doch nicht. Das ist ein großes Game. Macht keinen Stress. Oh, sieht schön aus hier. So, wenn die Sonne noch so durch die Blüten scheint hier. Ach ja, sehr schöne Blumen. Also das sieht schon wirklich fürs Auge. Ist das schon erholsam hier. Für die Nerven ist vielleicht was anderes. Okay, das können wir abliefern. Okay, dann machen wir das noch. Für die Jute Oma Leslie. Pollen. So. Jasmine der zweiten Art. Fülle Markus Anfrage. Gut, dann werden wir morgen uns die Jasmin holen für Jasmin. Hahaha. So, wieder ein wunderschöner Tag. Da die Kamera schneiden. Nee, hier sitzt noch Vögelchen. Die kacken mir hier auf den Kopf. So, was ist hier? Oh, wir haben wieder Post. Wieso hat der Garten ja nicht eine Postadresse? Was? Hallo, ich liebe es, wie der Garten zurzeit aussieht. Und ich habe mich gefragt, ob du ein paar Schnittblumen für meinen Laden übrig hättest. Nein, du hast einfach diesen magischen Touch, der deine Pflanzen besonders macht. Liebe Grüße. Es ist die viele Liebe, die ich meinen Blumen gebe. Okay. Gut, das ist. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ja die ganze Unkrautplage. Wow. Das ist. Oh, hier auch. Oh, hier auch. Mann, Mann, das ist aber. Müssen wir irgendwann mal was gegen dieses Unkraut tun? Oh, da habe ich zwar auf einmal erwischt. Wie geht das denn? Oha! Braucht dies Flüssigkeit. Ja, es scheint so der gewisse Indikator da zu sein, dass das Ding da Flüssigkeit braucht. Ja. Okay. Oh, da habe ich auch schon wieder umgeziefer. Shit. Nein, nicht schneiden, gießen! Das ist jetzt die verdammte Gießkanne. Okay.
Ne? Wir sind jetzt da. Wo das manchmal da und mal da landet, ist ja auch ein Rätsel. Okay, dann einmal hier Portion Wasser. Und guck mal, ach, schön Dreck. Es saugt das Chlorophyll förmlich aus dem Boden. Ja, gut, das Gras hätten sie ein bisschen schöner machen können, aber gut. So, ihr kriegt auch noch ein bisschen nass. Wollt ihr dieses Zeug unbedingt? Ich will jetzt ein Bier lieber. So, kriegen wir hier nicht. Was ist mit den Tulpen los? Die haben anscheinend vielleicht auch deren Jahreszeit vorbei. Kann natürlich auch sein. Aber die haben ja noch irgendwie anscheinend Frühling. Oh, Moment, Moment. Was ist denn hier wieder los? So, ach, die Narzissen hier. Weg mit euch Viechern! So. So, das haben wir. Und so, hier noch ganz schön alles. Das sieht gut aus. So. Dann nehme ich noch Zeug. Okay. So, ich hoffe, das war's jetzt mit dem Ungeziefer erstmal. Dann mache ich das hier. Schleppe ich das unnötig mit, ja. Tun die erstmal wieder weg. Jetzt nehme ich noch Samen. Kuckuck. So. Und mit der Katze geht's hier. Miau. Sonnig, sonnig, sonnig. Okay. So, was soll ich jetzt noch machen? Ich brauche Jasmine. Ich brauche Tulpen. Die kommen aber nicht. Die streiken einfach. Ich weiß nicht warum. Dann dauert es halt noch ein bisschen. Ich brauche ja eh nur. Ja. Wie wird's denn? Hier kommt darauf an, was ich erledige. Ich das zuerst. Oder das. Hier gibt es 10 Blümchen mehr. Ja, gut. Hier brauche ich auch noch mal Tulpen. Die Tulpen sind ein Problem. Da brauche ich noch Jasmin-Strauß. Jasmin-Strauß ist. Ja, gut. Von Jahreszeit müsste aber immer noch Frühling sein, eigentlich. Oh. Kuckuck. Finde ich denn jetzt hier eigentlich zum Beispiel die besten Dinge für eine Tulpe? Da muss ich ja ewig hier durchblättern. Ja, das ist zwar schön gemacht, aber so ein bisschen. Die wäre eine Suchfunktion eigentlich ganz lieb. Oder dass man das alles noch ein Register hat mit Alphabet. Weil bis ich dann. Ich weiß aber nicht, wo die hier anfangen. Mit dem lateinischen Namen anscheinend. Aber wo reiche ich jetzt wie die Tulpe auf Lateinisch heißt? Zum Bleistift. Und das ist. Jetzt kommt die Narzisse. Das ist nach Jahreszeiten. Keine Ahnung. Okay. Zwei Arten von den Farben habe ich anscheinend entdeckt. Peonia, Pfingstrose. Ist ja eigentlich jetzt im Frühling nicht die Zeit für die. Flieder. Tulipa, die Tulpe. Ist eigentlich Frühling. Zwiebel. Rot. Wir haben zwar keinen Duft, doch sind Tulpen so hell und farbenvoll, dass sie seit über 3000 Jahren als Zierpflanze verwendet werden. Heute gibt es Tulpenfeste auf der ganzen Welt. Aufgrund der Laune der Natur waren gestreifte Tulpen ursprünglich das Ergebnis eines Virus. Ja, interessant. Und sollen auch ursprünglich aus dem Orient stammen. Und einer der ersten, der sie nach Europa mitgebracht hat, war, ich glaube, der Wien, der, was war das, der Wiener Hofbotaniker damals, irgendwo im 17. Jahrhundert. Hat sie aus einer Orientreise mitgebracht. Ich werde eigentlich nur die Blüte haben, aber ich muss 6 Pfund Pflanzblätter dafür abschneiden, damit man durchkomme. So, Rosen, Rosen, Rosen. Können wir nochmal wieder ein paar Sträuße machen? Wir können sie auch verkaufen. Naja, muss ich hier nochmal gießtechnisch tätig werden? Möglich. Ja, braucht schon auch noch was mehr, ne? Ja. So, dann wollen wir uns auch noch ein bisschen abschwingen hier. Und wieder weg. Das ist auch ein bisschen viel, genau, was man da machen muss. So, was können wir hier noch? Weißer Nieswurzstrauß. Was können wir machen? Alpenfall.
So, die können wir dann alle verticken und dann fahren wir mal in die Stadt und kaufen wir uns Jasmin für Jasmin. Ah. Jasmin for Jasmin. Bling, bling. Dachchen. So, hier haben wir unseren Stand. Oh, wir haben Geld gewonnen. Hier hat jemand was gekauft. Cool. So, dann wollen wir was verkaufen. Können wir hier einfach so Schnittchen machen? Aber das geht auch. Ich bin noch nicht viel für. Wow. Für den alten Falkenstrauß 150? Okay. Das ist ja gar nicht so wenig. Wow. Sieht's hier eigentlich aus? Also schon hübsch gemacht hier, ja. So, was musste man jetzt hier nochmal machen? Ah ja, Rosenschnitt und Lilie in Weiß. Ui, das ist ein Langzeitprojekt hier. Da muss ich erstmal einen Garten haben, der läuft richtig. Mit allen möglichen Pflanzenarten. Dann kann man das auch mal machen. Ein bisschen langfristig hier. Oh, schön bemalte Häuser hier. Vielleicht alles so ein bisschen fast schon zu viel Blumen, aber ja. Jetzt bin ich hier Pflastermaler und auch tätig. Kann ich wieder nach hier? Das kann ich mir nochmal ein Rad leihen. Okay, hallo, Herr Kröte. Oh, lovely to see you again, dear. Yeah, ich bin auch froh, dass ich dich wieder sehe, Rumi. So. Wir brauchen Jasmin. Wo ist das Zeug hier? Jasmin, komm hier raus damit. Blub, blub, blub. Rob. Ja, warte mal, was war hier gerade? Tulpe. Achso, sind auch rote. Ja, die haben wir ja schon. Amaryllis, Iris, Funkie, Flieder, Zimmeralie. Jasmin, Krummwinde, Klimatis. Habe ich Jasmin jetzt übersehen? Ne, da ist er doch. Da ist er doch, mein Gott. Erzählt mir doch nichts. Kaufen ihn zweimal. Wir haben 1730. So langsam läppert sie's. Was ist denn eine Herzblume? Nee, ich hoffe nicht. Ich will mal wissen, was das ist. Xiaolong! Xiaolong! Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Oh, davon brauche ich so erstmal nichts. Das ist was für... Ja, kann ich mit besser Unkraut jäten oder was? Aber ich kann sie auch so einfach auszupfen. Hm. Ich bin jetzt nicht so sicher. Hier könnten wir einen Schlauch benutzen, aber brauchen wir das? Hm. Ja, irgendwann wahrscheinlich schon, wenn wir genug Pflanzen haben. Bogende Eintracht. Aha, okay. Ein ausgefallener Holzbogen. Aha, ist auch Kletterwerk für Kletterpflanzen. So, so. Hm. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir den Eingang. Bye, bye. Ah. Okay, vielleicht können wir den dann am Eingangsbereich mal aufstellen. So. Bling, bling. Ja, oh, schon Feierabend. Oh, shit. Oh. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ach, na gut. Wenn man mal bei der Abendgartenarbeit ist, ne, und es macht Spaß, dann will man gar nicht mehr damit aufhören. So, haben wir, ein neues Tor gekauft. Mal sehen, ob das hier hinpasst. Ah. Andersrum wäre wahrscheinlich besser. So rum. Damit man hier auch reinkommt. Ja, so vielleicht. Warum geht das? Hm. So, dann kann man hier durchlatschen, ja. Wir gehen hier rein. So schön. Okay. Okay, ist in den Stein. Na gut, ist auch wurscht. Ja, das Tor. Das kann man die Tür nicht zumachen. Aufheben kann ich irgendwas. Ach, den Stein. Oh, ja, lass den Stein Stein sein. So, da ist er jetzt da. Ach so. Hm. Ja, dann könnte man das Ding noch ein bisschen... Ach, hier ist ja die Laterne oder noch, die sieht man ja dann gar nicht. Ein bisschen mehr nach da und
Ja, wir haben natürlich diese Gartentruhe hier. Also nicht so mehr dran. Die Laterne leuchtet jetzt nicht wirklich so richtig, dass man sie sieht. Die da hinten schon. Also egal, dann könnte man hier noch Efeu lang ranken lassen. Oder was anderes, eine Klimatis vielleicht. Oder ein paar Kletterpflanzen auf jeden Fall. So, dann haben wir das auch. Wunderbar. So, wie sieht es hier aus? Können wir hier noch was... Sind die Tulpen mittlerweile mal hochgeschossen? Oder haben die sind immer noch im Streik? Die wollen jetzt so wirklich... Narzissen. Naja. Mit dem Efeu. Gießt man hier nochmal schnell. Und hier. Das ist für Sprinkler. Aha. Also nicht für den Gartenschlauch. Ja, nicht irgendwas im Gartenschlauch. Irgendwo ein Anschluss? Nee, also das Ding, wo könnte man da einen Schlauch dran machen? Keine Ahnung. Man kann hier Werkzeug platzieren, dann mache ich wahrscheinlich die Gießkanne. Wie kann ich da hinhängen? So, dann brauche ich die gar nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Ach, auf die Idee muss man mal kommen. Okay, das habe ich bisher gar nicht gecheckt. Gut. Ja, so lernt man hier auch nochmal was. Gut, ich brauche ansonsten noch Tulpen. Ja gut, machen wir für heute Feierabend. Haben wir auch wieder was geschafft. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Ja, unser Garten wächst. Wird immer ein bisschen mehr. Wunderbar. Wir können hier noch ein paar Sachen machen. Wir können zunächst den Jasmin noch pflanzen. Dann haben wir das auch. Mit Jasmin ihr Jasmin hat. Ja. Tulpen, die Tulpen muss irgendwann mal kommen. Naja. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht in unserem wunderbaren Traumgarten Garden Life. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren wieder nach Hause. Bye, bye. Brem, brem.